André Johns Knoblauch trocknet. Es sind drei Sorten. Vor wenigen Tagen steckten sie noch in der Erde. Ich bin jetzt quasi unter der Erde. Ja. Ich sehe die Wurzeln, das breite Wurzelwerk. Und darüber ist der Knoblauch. Das ist für mich Freude, es ist für mich Spannung, es ist für mich Bangen. Es ist alles, also alles, was das Leben so bietet, ist mit dem Anbau von Knoblauch verbunden. Das ist unser Messidor, eine sehr stark nach Knoblauch schmeckende Sorte. Das ist der Terrador, eher so ein Allrounder. Das ist unser Cajua. Ich bin in der dritten Generation vor dem Hintergrund. Ja, habe ich einen besonderen Bezug zum Knoblauch. André ist Steuerberater. Im Nebenerwerb führt er die Landwirtschaft seiner Eltern weiter. Dazu gehört ein Hektar mit französischem, spanischem und etwas deutschem Knoblauch. Heute soll die Ernte weitergehen. Wenn die Spitzen braun werden, also absterben, so langsam, wenn das erste Drittel langsam abstirbt, dann ist die Knolle reif, dann spricht der Knoblauch: Ernte mich bitte. Doch es regnete tagelang ohne Pause. Das freie Stück ist schon geerntet. Da hatten wir das Glück, zwischendurch immer mal rauszukommen. Wir haben geschaut und manchmal ging es nicht so toll, aber es ging. Zwar ist der Knoblauch reif, doch André, sein Sohn Dennis und Jens, sein Schwager, sind, wie es scheint, umsonst rausgefahren. Wir können hier in diesen nassen Boden nicht mit irgendeiner Technik reinfahren. Das würde den Boden nicht gut tun. Wir würden unfassbar verdichten. Wir würden nichts erreichen, außer Schaden. Und das, da wäre die Arbeit der letzten Monate für die Katz. André hatte diesen Sommer schon einige schlaflose Nächte. Wenn Knoblauch reif ist, mag er keine Nässe. Er verfault dann schnell und ist anfällig für Pilzerkrankungen. Wie lange können die drei es noch ausreizen, auf besseres Wetter zu warten? André muss pokern. Mal wieder. Nach der Wetterprognose vermute ich oder hoffe ich, dass wir in zwei Tagen spätestens befahrbar sind, dass das Land befahrbar ist und dass wir dann werden uns verabreden und werden dann auf ein neues. Mal wieder. Ja, das geht jetzt schon vier Wochen so. Wir schauen, mal konnten wir ernten, mal nicht. Aber das ist nun mal so. Die drei werden es in zwei Tagen erneut versuchen. In der Zwischenzeit kümmern sie sich um ihre erste Ernte. 6 bis 8 Wochen werden die Knollen nun in der offenen Scheune hängen. Ihren würzigen Geschmack bekommen sie erst durch eine langsame Trocknung. Und André? Der überspiegelt seine Unruhe. Der größte Teil seines Knoblauchs steht noch draußen. Nach 8 Wochen ist der restliche Knoblauch doch wirklich geerntet. Nach 18 gescheiterten Ernteversuchen. Für den Knoblauch war es kein gutes Jahr. Denn hier beispielsweise sieht man, wenn hier ganz viel Nässe und Flüssigkeit reinkommt, wie wir es dieses Jahr hatten, platzt er einfach hier oben auf. Das heißt, die äußeren Häutchen platzen ab. Und dann entsteht Fäulnis. Ein Kollege in Sachsen, der baut 3 Hektar Knoblauch an, hat 2,5 Hektar gar nicht vom Feld gekriegt. Und bei mir sind es 20%, also gemessen an dem, was so bundesweit passiert ist, habe ich da eine ganze Portion Glück gehabt. Seine Ernte trocknet. Und die sie im Juli zuerst in der Scheune hatten, kann jetzt geputzt werden. Andres Eltern, Werner und Margot, helfen dabei. Natürlich haben die beiden die Turbulenzen mitbekommen, doch zumindest der Vater hat mehr Gelassenheit als sein Sohn. In der Natur kann man nichts machen, ne? Kann man nur hinterher gehen. Die Natur geht vorne weg und wir gehen hinterher. Das ist im Leben so, ne?